Überraschung in Frankreich. Die Wähler haben eine Regierungsübernahme der Rechtspopulisten in der zweiten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl verhindert. Der Rassemblement National von Marine Le Pen hat zwar die Zahl seiner Abgeordneten in der Nationalversammlung erheblich gesteigert, die Partei kommt aber nur auf den dritten Platz. Das links-grüne Wahlbündnis liegt entgegen fast allen Umfragen am Ende überraschend vorn und das Lager von Präsident Emmanuel Macron landet auf Platz 2. In vielen Wahlkreisen verzichteten Kandidaten des linken Bündnisses oder der Präsidentenkoalition darauf, im zweiten Wahlgang anzutreten, wenn ein Rechtsaußenkandidat Aussichten auf den Sieg hatte. Mit Erfolg. Denn auch die Wähler stimmten massiv gegen den Rassemblement National. Die sogenannte Republikanische Front hat gehalten. Daraus ergibt sich aber keine Zusammenarbeit im Parlament. Keiner der drei Blöcke hat derzeit eine regierungsfähige Mehrheit. Zudem sind alle drei Lager untereinander so verfeindet, dass Koalitionsverhandlungen wie etwa in Deutschland so gut wie undenkbar sind. Präsident Emmanuel Macron hatte mit der Neuwahl Klarheit schaffen wollen. Erreicht hat er das Gegenteil. Premierminister Gabriel Attal kündigte seinen Rücktritt an. Macron will ihn aber vorläufig im Amt lassen. Es wird damit gerechnet, dass der Präsident die komplizierte Regierungsbildung bis auf die Zeit nach den Olympischen Spielen verschiebt. Große Reformen sind in der verbleibenden Amtszeit des Präsidenten bis 2027 wohl nicht mehr drin. Es drohen zahlreiche Misstrauensvoten, die das Regieren erheblich erschweren dürften. Letztlich könnte das Ergebnis der Parlamentswahl den Rechtspopulisten in die Hände spielen. Ihr Störpotenzial in der Nationalversammlung dürften sie mit ihrer erstarkten Fraktion nun voll ausschöpfen. Die künftige Fraktionschefin Marine Le Pen könnte versuchen, Macron den Rücktritt nahezulegen. Dies hat Macron zwar mehrfach ausgeschlossen, dennoch sollte die 2027 anstehende Präsidentschaftswahl vorgezogen werden, wäre Le Pen in aussichtsreicher Stellung.